Moin, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten TCG Opening. Heute geht's wieder in eine Top-Trainer-Box. Ja, Mann, freue mich drauf. Wir gehen heute auf Shiny-Jagd. Auf das Mewtwo GX in Schimmerlegend. Ich habe noch zwei weitere Top-Trainer-Boxen von denen. Und ich habe auch noch mal eine richtig große Packung von Schimmerlegenden, kolossale Kräfte. Also das Ding ist very good. Very good, Freunde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Hier heute werden wir heute das mal im Auspacken. Top-Trainer-Box. Wenn ihr übrigens TCG sammelt oder so, schaut gerne mal vorbei unten in den Links bei mir. Da habe ich auch meinen Ebay-Kanal verlinkt. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch Karten ersteigern etc., die ich doppelt habe oder erziehe. Also da kann man gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Top-Trainer-Box, schimmernde Legenden. So. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock, das Ding wieder auszupacken. Wir haben schon im letzten Part eine Top-Trainer-Box mal wieder geöffnet. Das ist schon ewig lange her. Und wir haben jetzt wieder 10 Booster vor uns. Wir werden uns auch heute nur um die Booster kümmern. Ich werde mir auch extra die Höhlen wieder rauspicken, weil die Höhlen finde ich einfach very nice. Ich finde diese Höhlen einfach richtig cool. Ich bleib dabei. Ich finde diese Höhlen einfach geil. Die Höhlen gefallen mir einfach. Ja. So. Diese Karte, ich hoffe, das kann man auf der Cam jetzt super gut sehen. Das ist die Mewtwo GX in der... Die ist, ohne Witz, das ist mega selten, ja? Ultra, mega, krass, super selten, diese Karte. Und die müssen wir ziehen, ja? Selten, das ist die Secret-Geheimkarte, die Rare-Geheimkarte, wie auch immer. Wenn wir die ziehen, Alter, dann gehe ich... Keine Ahnung, dann können wir den Kanal verkaufen gehen, Alter. Ja, dann ist das hier schon vorbei. Schimmerndes Ho-Oh kriegen wir auch noch im Raus. Davon habe ich jetzt, glaube ich, 3 Karten mittlerweile. So eine ETB, also eine Elite-Trainerbox ist halt echt geil, um Karten zu sammeln, muss ich sagen. So, da haben wir noch eben einmal die schimmernde Legenden-Schutzhöhlen, was ich auch mal sehr geil finde. Einmal hier noch Energiekarten. Ja, die kann ich auch alle so verkaufen. Die brauchen wir nämlich nicht. So, wir packen dann die Box hier weg. Oh. Nicht, dass ich irgendwas in der Box liegen lasse. So, wir haben hier einmal ein Rayquaza, Mewtwo, Mew, Genesect, Rayquaza, Rayquaza, Mew, Genesect, Rayquaza und Mewtwo. So. Ich würde sagen, wir fangen mit den Rayquaza-Dingern an. Ich bin gehypt. Ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen gehypt drauf. Elite-Trainerboxen sind halt extrem geil. Ja. Besonders, wenn das Mewtwo dabei sein kann. Ich wiederhole, kann, ja. Und, Tali ist auch eine richtig gute Karte fürs TCG, ist mir mittlerweile aufgefallen. Mit einfach 3 Karten ziehen. Ah, das ist doch die Sokali, ne, voll scheiße. Aber Tali ist richtig gut fürs TCG. Yes, Mann! Die erste Karte ist eine schimmernde Legendenkarte. Wir haben ein schimmerndes Volcanion. Sehr nice. Richtig gut. Alter, erstes Ding gleich aufmachen, zack, schimmerndes Canyon herausgezogen, Alter. Das ist schon wieder extremst nice, ne? So, ich muss mal ein bisschen Platz machen hier. Weil ich mache das jetzt immer so, dass ich die hier oben hinpacke. Dann kann man die immer sehen, was wir ziehen. Oh, das ist schon wieder... Alter, das müsst ihr euch schon mal vorstellen. Das ist jetzt das erste gewesen, was wir gezogen haben, ne? Mal gucken, was wir noch so ziehen werden. Wieder Tali. Wie gesagt, ich bleib dabei. Tali ist eine richtig, richtig gute Karte fürs TCG. Und ich muss sagen, ich hab Tali, glaube ich, einmal bei mir im Deck. Ich glaube, einmal wird es mittlerweile bei mir im Deck. Und ich muss sagen, diese Karte ist eigentlich echt gut. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute mal den schlecht finden. Okay, ich finde den im Game finde ich den extrem kacke, nervend, ätzend. Also wirklich, das ist einer. Wirklich, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist für mich einer der schlimmsten Rivalen überhaupt. Nicht was Pokémon angeht, sondern was ihm einfach angeht an Charakter. Das ist so, der ist nervend. Der hat einfach null Satz im Game. Einfach überhaupt nicht. Das ist auch noch bei anderen Trainerkarten. Ich weiß nicht, ob es so jetzt allgemein bei den Trainerkarten gerade ist. Oder ob es nur jetzt da war. Ich weiß es echt gerade gar nicht. Oh, Baby, wir haben Zekrom und Reshiram. Baby, nice. Beide gezogen, sehr gut. Sehr nice. I like it. So muss das. So, wir haben jetzt gleich alle Rayquaza-Dinge auf. Also, wenn wir Mewtwo wirklich ziehen sollten oder eine Rainbow, wäre das echt schon extrem krass. Würde mich aber, ja, also die Wahrscheinlichkeit. Leute, wenn wir die wirklich ziehen sollten, ne? Man muss sagen, die schimmernden Legenden kann man auch wirklich nur aus solchen Sachen bekommen. Oh, wir kriegen auch noch ein schimmerndes Genesec. Schöne Sache. Alter, wir gehen auf Shiny-Jagd und gleich 2 Shinies. Halleluja. Bam. Sehr schön.
Lily in der Reverse-Variante ist auch gut. Kann man auch gut noch verkaufen. Aber das ist schon... Ginesek ist gerade very, very nice. Oh, jetzt geht's rund, Alter. Jetzt geht's langsam los, ne? Jetzt wollen wir hier die guten Plays, die guten Packs sehen, Alter. Let's go, Ruka. Ich bin bereit. Nope. Hui. Viridium. Also wenn das Mewtwo echt dabei sein sollte, ne? Das wäre schon echt heavy. Also es wäre wirklich heavy. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich Mewtwo ziehen, ist super, super gering. Wir haben schon wieder Tali. Tali dreimal ist jetzt sehr nice. Also wie gesagt, Tali ist echt eine gute Karte fürs TCG mittlerweile, finde ich. Und wir kriegen zum Schluss nochmal ein Reshiram Holo. Sehr nice. Also zwei Shinies. 3, 4 Holos bis jetzt. Also wir haben es jetzt in jedem Ding ein Holo gezogen. Wir haben 4, 5, 6. Ja, wir haben sonst ein Schimmernis oder eine Holo gezogen. Sehr nice. Das wundert mich gerade, dass wir wirklich in jedem Ding eine Holo ziehen. Das wundert mich gerade wirklich. Ja gut, ist halt, ne? Züchterin. Wir sind das jetzt, ich wollte gerade sagen, wir sind nur Trainer. Das wäre es echt gewesen. Kanimani ist dabei. Kurte. Pikachu. Impagator, sehr nice. Richtig schöne Karte. Und. Oh, baby. Ja, komm. NTGX. Ich freue mich ein bisschen über diese Karte, aber ich glaube, ich habe die schon 4-mal gezogen. 4-mal. Das ist nicht so geil. Das ist, glaube ich, das 4. Mal, dass ich die ziehe. Also, sie ist nicht schlecht. Die Karte ist echt gut, meiner Meinung nach. Ich mag die auch gern spielen. Aber, keine Ahnung, wenn ihr 4-mal eine Karte zieht, dann werdet ihr das auch verstehen. Ja, dann werdet ihr auch sagen, nee, du, das ist doch nicht so geil. Ja. Ja. Kommen wir die Holos mal hier hin. GX dahin. Gehen auf Shiny Jagd, wollen wir ja gehen. Oh, lol, zweimal Tyrogak miteinander, WTF. Und zum Schluss kriegen wir Keldeo, Alter. Ich glaube, ich kriege das Ziel noch komplett. 2 Booster habe ich noch. Ja, Terrakium könnte jetzt dabei sein. Und Dings auch noch. Also wenn beide jetzt vielleicht dabei sind, Terrakium und Kobalium, das wäre schon very nice. Aber wir haben keine Secret-Karte. Eigentlich sehr schade. Auch keine Rainbow oder so. Sehr, sehr schade. Ein Pack haben wir gleich noch. Also bei diesen bei den schimmernden Legenden ist das echt schwierig, an gute Karten dazu kommen. Aber ich bleib dabei. Tali in der Reverse-Variante. Und zum Schluss kriegen wir alles Holo. Nice. Ja. So. Leute, letztes Pack. Jetzt, bitte. Komm schon. Wenn sie jetzt dabei ist, flippe ich aus. Aber ich glaube nicht. Die gibt es auch als Holo, das weiß ich. Die habe ich schon mal in der Holo gezogen. Super geile Karte. Wirklich, echt super geile Karte. Super geile Karte, wirklich. 3, 2, 1. 2-mal Zekrom. Das war die Elite Top Trainer Box. Eigentlich nicht schlecht. Wir waren auf Shiny Jagd, haben 2 Shinies rausbekommen, 1 GX-Karte. Von daher eigentlich alles gut. Besonders der Holopull ist extrem gut. Reshiram 2-mal Zekrom. Ja, sehr, sehr nice, muss ich sagen. 2-mal Dings. Dann hier Reshiram, Kobalium dabei, haben wir Viridium. Und wie gesagt, 2-mal super schöne, schimmernde Pokémon. Genesec und auf Okenion. Natürlich ist auch bei jeder Packung einmal ein Ho dabei, das bleibt natürlich bei mir eingepackt. Ja, das war die Top-Trainer-Box schon mal legend. Ich habe noch 2 von diesen Dingern da. Die werden wir nochmal irgendwann zusammen öffnen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich werde noch ein bisschen warten, bis die Preise richtig hochgehen. Die sind jetzt auch schon ein bisschen teurer als sonst. Aber wenn die richtig, richtig teuer sind, werden wir nochmal ein paar aufpacken. Das wird dann richtig geil. Vielleicht haben wir dann ein bisschen Glück und ziehen wirklich so eine Mewtwo-Karte raus. Ich würde mich super freuen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich auf eine Seite bauen, er sagte, ich teile und supporte dich, für mich kein Problem. Ich bin heute dankbar, denn auf einmal konnte ich Zukunft sehen. Unsere Freundschaft bleibt bestehen, bis heute steht er hinter mir. Auf einmal hieß das Ganze, Nakama ist unser Ziel. Dann kam meine Crew zusammen, glaub mir, ich vergesse euch nie. Ihr gab mir die Energie.